nigga, he's still cruising. Cruising down the street in my 6-4. Old nigga, he's still cruising. Cruising down the street in my 6-4. In der letzten Zeit habe ich jede Menge Anfragen bekommen, wo bleibt endlich ein neues Video, und zwar wo bleibt der dritte Teil vom Bernie. So heißt nämlich unser neues Projekt, unser E36 Kompakt. Und hier ist das Video und somit ist dieser Moment doch viel, viel geiler, denn ihr könnt dieses Video endlich mal genießen. Das Fahrzeug ist endlich tiefer. Vielleicht könnt ihr jetzt schon erkennen, dass dein Schallensitz drin verbaut ist, Sportlenkrad, schwarze Nieren und. Das hat so viel Zeit in Anspruch genommen. Wie immer hatten wir bei Time to Drive kleine Schwierigkeiten beim Einbau vom Fahrwerk zum Beispiel oder von Lenkwinkelerweiterungskit. Deswegen guten Appetit übrigens und viel Spaß beim Schauen. Wir legen los. Einen wunderschönen guten Abend. Während wir mit dir gemeinsam am Essen sind, hat Janis schon angefangen zu schrauben. Wir haben uns jetzt endlich entschieden. Dieser Kompakt hier bekommt den Namen Bernie, auch wenn er momentan keinen Burnout kann. Yo, was sagst du? Was ist das für ein Name? Bernie? Das ist der beste Name überhaupt. Auf jeden Fall besser als Kompi 2. Also ich war eigentlich für Mompi. Mompi? Mompi und Kompi, das ist natürlich auch sehr einfallsreich. Warum sind wir jetzt hier am Schrauben und warum ist das vordere Rad ab? Weil wir haben endlich unser Gewindefahrwerk bekommen von DTS-Line. Wow, stopp! Bevor wir loslegen, haben wir hier noch so zwei Ringe. Diese Teile heißen Spacer. Diese Spacer kommen zwischen Lenkgetriebe und Spurstange. Und dadurch haben wir selbstverständlich mehr Lenkwinkel. Es wird nicht viel sein. Aber ein bisschen. Für 5 Euro wird man das vielleicht schon ein bisschen merken. Okay, so, jetzt können wir los. Also wenn man nicht schrauben kann, dann sollte man das lieber lassen. Deswegen sind wir jetzt beim Eduard. Er wird unsere Fehler beheben. Was haben wir nämlich gemacht? Wir haben diese Teile hier verbaut mit Janis. Das ist Lenkwinkelerweiterung, Low Budget, kosten 15 Euro oder sowas und dann bekommt man schon ein paar Grad mehr. Die Teile haben wir verbaut, aber die Spur natürlich nicht eingestellt. Und dann habe ich mich fast tot gefahren. Schon bei 70 km/h fuhr das Auto, also die Spur war so was von verstellt, dass das Fahren unmöglich war. Dann verbauen wir noch das hier, die Buchsen vorne für Querlenker und werden dann die Spur einstellen. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig für unseren Driftprojekt. Willst du was sagen? Ich will runter. Komm doch. Nein, das war eine kleine Sicherung, bevor du abhaust. Aber bevor wir mit dem Umbau beginnen, zeige ich euch den Lenkwinkel, den wir jetzt haben, momentan. Guckst du mal? Serienlenkwinkel. Na? So. Das ist jetzt der Einschlag und ich würde sagen, wir legen jetzt los und bauen komplett alles um. Los geht's. Rückenschmerzen, ich komme! Hör mal hin, Herr, ich spiele unser Lied. Den Penner machst vom Tibetan aus Prinzip. Hör auf, ist euch grüß, ja, es riecht schon wieder süß. Vielleicht wollen sie ja Martin, schauen sie nicht so verliebt. Lelle Lamborg, Lombok, siehe da ist Piet. In Flagranti mit der Band, ich schieb ich kiloweise Weed. Du gehst studieren, aber gib mir mal den Beat. Meine Fans sind 21er. Trisomie, Fütter, Peanut Butter, Jelly Beans, Amir, Mara, Melanie. Man braucht nicht hier oben drauf zu schlagen oder sonstiges. Obwohl, es gibt ja auch extra diese Kugelkopfabzieher, gibt's ja auch. Aber ich habe schon 2 Stück davon kaputt gekriegt. Also, ja, alte Reicht. Methode. Wird auch in den Werkstätten gemacht. Und zwar in diesem oberen Bereich oder beziehungsweise vom Fahrzeug unterschiedlich ist das Material dicker gebaut. Das sieht man sogar jetzt von hier. Kannst du auch mal gucken, ist das? Hier ist das Gummi ziemlich dicht am Rand. Hier hinten ist es ziemlich weit weg vom Rand. Weil da hinten ist das Material stärker. Ja. Das ist, dass du wirklich mit einem Hammer drauf hauen kannst, dass der Kohlenuss sich von alleine löst und das Ding einfach rausfällt. Zeig mal. Easy. Easy.
So. Nee, Spaß. Es geht noch ein bisschen weiter und weiter und weiter und so. Und ich glaube, allein jetzt sieht man schon, dass wir einen etwas größeren Lenkwinkel haben. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Lenkwinkelerweiterung, also diese Spacer, wieder in der Hand. Denn wir haben sie wieder ausgebaut, weil wir die Spur nicht mehr einstellen konnten. Die Spurstangen sind so verrostet bei dem Kompakt, dass man da überhaupt nichts mehr verstellen kann. Deswegen werde ich erstmal die neuen bestellen und im nächsten Teil werden wir erst diese Spacer verbauen. Nichtsdestotrotz haben wir einiges heute geschafft. Wir haben die Höhe angepasst. Jetzt steht das Auto gerade, was die Höhe angeht. Wir haben hinten zwei neue Reifen, zwei neue gebrauchte mit ein bisschen Profil, sodass man auch im Schnee oder im Regen fahren kann. Und wir haben die Powerflex-Buchsen ausgetauscht. Außerdem habe ich einen neuen Sitz und ein neues Lenkrad. Das zeige ich jetzt euch alles beim Tageslicht. Nachdem wir unseren Bernie technisch etwas modifiziert haben, ist auch die Zeit gekommen, ihn zu stylen. Denn ich habe völlig vergessen, wir haben ja auf der Essen Motorshow jede Menge Aufkleber mitgenommen. Und es ist auch die Zeit gekommen, die Aufkleber auf die hintere Scheibe zu bringen. Ich zeige euch erstmal meinen Stickerpack. Hier sind unsere coolen Aufkleber, Eisenmann-Auspuffsysteme und so weiter. Auch wenn das Auto keinen Eisenmann-Auspuff hat, machen wir trotzdem diese coolen Aufkleber auf die Hinterscheibe und da sieht das Auto auch ein bisschen cooler aus. Oder auch nicht. Ja, die coolen Aufkleber sind jetzt endlich drauf. Wie viel PS es bringt, könnt ihr selber in die Kommentare schreiben. Jetzt zeige ich euch am besten mein Cockpit, was sich da verändert hat. Kommt mal kurz mit. So, tada, originales Momo-Lenkrad. Habe ich von Niklas geschenkt bekommen. Dann haben wir einen Sandler-Sitz. Sehr bequem, wie ihr sehen könnt. Nimmt auch kaum Zeit in Anspruch. So, ungefähr so. Also man muss erstmal die Tür ein bisschen schließen und sich danach erst anschnallen. So. Ungefähr so sieht die ganze Geschichte aus. Warum habe ich mich eigentlich für diesen Sitz hier entschieden? Dieser XXL Racing Sitz von Sandler ist nämlich einer der wenigen Sitze, wo mein dicker Arsch reinpasst. Und ganz, ganz wichtig, ich habe jetzt Musik. Hier so ein iPod benutze ich dafür, oldschool, aber für meine Ansprüche reicht. Und da das ein Driftfahrzeug ist, ist natürlich hinten alles leergeräumt, damit ich meine Sparko-Gurte anschließen kann. Dafür braucht man nämlich solche UNF-Ringschrauben, die befestigt man hier so, zweimal hier und zweimal da hinten und dann kann man diese 4-Put-Gurte problemlos montieren. Bevor wir dieses Video komplett abschließen, fahren wir erstmal noch eine Runde. Möchte ich mich bei euch für die Unterstützung bedanken, für eure Geduld. Tut mir wirklich leid, dass die Videos in der letzten Zeit so selten rauskommen, denn wie ihr wisst, ist YouTube nicht meine einzige Beschäftigung. Ich studiere und arbeite noch nebenbei.
ich hoffe, dass irgendwann in der Zukunft YouTube meine Hauptbeschäftigung wird und ich dadurch ein bisschen Geld bekomme und damit auch leben kann. Aber momentan ist es leider nicht so. Deswegen danke nochmal für euer Verständnis. Schreibt in den Kommentaren eure Tuning-Vorschläge, was wir in den weiteren Folgen umbauen sollen. Und eventuell werden wir auch manche Vorschläge umsetzen. Danke nochmal für die Unterstützung. Ich wünsche euch viel Erfolg und wir sehen uns im nächsten Video.